Freunde, Servus und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe vom Hof Bergmann, diesmal nicht als Livestream. Warum und wieso? Das Ganze gibt es in diesem Part als ruhiges, schönes, hoffentlich schönes, interessantes Let's Play. Ganz so, wie wir hier den Kanal gestartet haben. Genau so und nicht anders werden wir hier weitermachen, weil ich euch einiges zu erzählen habe und das Gefühl habe, als würde man nur mehr Livestreams machen. Ist ja nicht verkehrt, haben wir schon gesehen. Die Vergangenheit hat gezeigt und jetzt ist es soweit. Ich habe mir gestern die neue Grafikkarte bestellt, aber es geht ja gar nicht nur ums Streamen und ums Spenden und so weiter. Es geht in erster Linie um einen Kompromiss zu finden, möglichst meine Zuschauer zu erreichen und dementsprechend dann eventuell, wenn es dann nur möglich ist, so halbwegs interessante Videos zu machen. Ich möchte, wie gesagt, den Part nutzen und euch erklären, warum und wieso ich hier jetzt einen Livestream nicht mache, sondern eher die Geschichte des Let's Plays. Ich glaube, unter Umständen, das ist auch geil da. Ist das schon voll wahrscheinlich, gell? Na, auch nicht. Okay, heftig. Also. Ah. Okay. Das ist natürlich auch nicht so verkehrt, weil dieses Heben und Senken von diesem Maisgebiss ist natürlich heftig, irgendwie. Heftig wenig. Ich habe die letzte Zeit genutzt, um sehr viel zu streamen. Leider Gottes, und das ist echt zum Kotzen mittlerweile, ist mein Internet so bescheiden. Und vielen Dank an die Firma 3, dass sie überhaupt nichts dagegen tun und sagen, ja, können wir nichts machen, ist nicht unser Sender, ist nicht unser Mast, wir können das nicht ändern. Das ist natürlich eine super Firmeneinstellung, aber ist ja wurscht, man unter Anführungszeichen wurscht, weil das Problem haben 10.000 und die haben was gerade wie viele Kunden weltweit, also die machen dann natürlich nichts. Das ist halt heutzutage so die Grundeinstellung für Firmen, ja, wurscht, die paar Idioten, die das Problem oder die Probleme haben, die brauchen wir nicht unterstützen, weil das ist ja unsere Zeit und unser Geld, die wir da investieren. Wir wollen ja möglichst viel Geld verdienen. So, also Streamen ist schwierig. Ich glaube nur persönlich, dass es auch durchaus an der Grafikkarte bzw. daran liegt, weil ich über die Grafikkarte streame. So, ich mache das Ganze, weil ich, warum auch immer, ich habe früher problemlos über die CPU streamen und aufnehmen können gleichzeitig, ich kann es nicht mehr. Ich frage mich, wieso, ich bin technisch nicht begabt, ich verstehe es nur nicht. Ich verstehe nicht, warum das früher funktioniert hat, während der Hitbox-Zeit, ich sag Hitbox-Zeit war immer so eine Zeit, wo ich es gestreamt und aufgenommen gleichzeitig habe. Das geht nicht mehr. Das ist ein bisschen schade und das nervt mir ein bisschen. Aber ich hoffe, eventuell liegt es wirklich an der Grafikkarte und ich kann, nächste Woche wird circa Mittwoch die neue Grafikkarte kommen und da kann ich dementsprechend mal schauen, ob es die Grafikkarte ist oder nicht. Möglich. Ich weiß es ja zu dem Zeitpunkt jetzt nicht. Warum ich hier eigentlich. Das ist die Wahrheit, was ich eigentlich schon länger, ich hab, ihr wisst, ich persönlich möchte oder bewundere, das richtige Wort, ich bewundere die Art und Weise, wie es der Werner macht, Burning Gamers, mit seinem Team natürlich, aber trotzdem ist der Werner der, der aufnimmt. Und ich habe das schon oft gesagt, auch in vor allen Dingen in Livestreams, dass ich das total krass finde, dass man so unendlich viel Content produziert. So, jetzt nicht glauben, der Onkel macht hier jetzt so viel Content, weil ich glaube dennoch, dass ich das nicht schaffen könnte, selbst wenn ich es wollen würde. Oder wenn ich es wirklich extrem wollen würde, würde ich es vielleicht sogar schaffen, weil ich verliere durch die Streams immer Abende. Ich verliere es nicht so direkt, aber ich würde trotzdem behaupten, dass wenn ich mir jetzt 3 Stunden hinsetze und aktiv Videos produziere, LS, Witcher 3, Blern und Battlegrounds Videos, das müssen ja keine Livestreams sein. Man kann ja das quasi, das Ganze als Video auch machen, das ist überhaupt kein Problem, weil ich kann immer, theoretisch ist es ganz einfach, ich sage einfach, okay, 2 Runden sind ein Video, Punkt. Wurscht, ob die 2 Runden, okay, wenn sie kurz sind, ist es natürlich doof, aber generell kann man ja so irgendwie arbeiten, also mit der Zeit, also es wäre kein Problem. Aber ich glaube, dass es für mich besser ist, für euch als Zuschauer besser ist, wenn ihr Folgen seht. Ich glaube einfach, dass es, selbst wenn Livestreams mittlerweile extrem geiles Angebot sind, generell, man sieht es bei vielen anderen oder sehr vielen, extrem vielen anderen auch, aber ich glaube trotzdem, dass es nur flexibler ist,
wenn man Folgen hat. Okay, die einen sagen, ja, ich kann mir 1 Stunde Livestream-Parts nicht anschauen. Ja und nein, ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe, dass man beim Livestream nicht unbedingt dabei sein kann. Und das verstehe ich absolut, weil ich ja selber Familie habe und Kinder habe oder auch ein Kind habe und einen Job habe. Ich glaube aber sehr wohl, dass man wirklich das Ganze sich besser einteilen kann, wenn man das Angebot, wenn man das sehen möchte, und das wollen ja nur einige, trotz meiner durchaus kontrovers diskutierten Videos, was mich ja natürlich umso mehr freut, dass dann die Leute nicht wegrennen, sondern eigentlich vermehrt zurückkommen, weil was wir die Wochen im Livestream für Leute gehabt haben, war absoluter Oberwahnsinn, also das habe ich ja seit LS17 nicht mehr gehabt. Aber ich möchte nicht nur, durch irgendwelche kontroversen Themen Aufmerksamkeit erregen. Es war auch gar nicht mein Ziel, dass ich da jetzt Gesprächsthema Nummer 1 bin in der LS-Welt. Ganz im Gegenteil. Natürlich gibt es durchaus die Möglichkeit, dass ich Vlogs produziere. Ich möchte ganz ehrlich sagen, dass ich es nicht für so geil sinnvoll halte, wenn ich meine Themen, die ich habe, die mich beschäftigen beim LS, in Vlogs packe. Aus dem einfachen Grund, weil egal wie ich es sage und fast egal was ich sage, es wird so krass gedreht, dass am Ende von dem, was ich gesagt habe, ja kaum mehr was übrig bleibt. Du hast was hast du gegen Giants und tut das selber mal modden. Ich möchte betonen, und das ist nicht falsch, was ich sage, natürlich habe ich von Modding null Ahnung. Ich kann weder irgendwas Einfaches bauen und schon gar nichts Kompliziertes. Ich kann kein Skript bauen, ich kann nicht einmal mir eigentlich ein Skript ausdenken, weil ich kreativ, also Kreativität liegt mir nicht. Das ist so. Ich bin nicht so mega krass kreativ. Ich denke gerne, denken ist eins der Dinge, die ich relativ gerne mache, über verschiedene Themen, über verschiedene Dinge, über verschiedene Meinungen und so weiter. Aber Kreativität an sich liegt mir nicht. Also wäre ich vermutlich einer der unkreativsten Modder, die es gibt, was im Modding-Bereich sehr, sehr schlecht ist, wenn du unkreativ bist. Fakt ist aber, und das ist Fakt und das versteht leider Gottes keiner, ich brauche kein Modder sein, um mir Meinungen darüber bilden zu dürfen. So, und warum ist es so? Ich möchte euch das Beispiel, weil es einfach logisch ist, okay? Ich brauche, um Auto zu fahren, kein Mechaniker sein. Das heißt, wenn ich Auto fahre und irgendwas stimmt nicht bei dem Auto, dann brauche ich nicht Mechaniker sein, um sagen zu dürfen, ey, da stimmt was nicht. Und als Spieler, der über 1500 Spielstunden, und ich weiß nicht, wie viel als das insgesamt wirklich sind, weil ich nehme nur die Werte, die ich, oder okay, sollen es nicht 1500 sein, okay, ich tue mir ganz tief stapeln, sind es vielleicht 1000. Ich habe halt extrem viel Zeit gespielt im LS11 schon, wo ich zumindest ohne Steam gearbeitet habe, und dort, ja, gibt's ja, man schreibt ja nicht mit jede Stunde, die man spielt. Aber es ist ja wurscht, wie viele Stunden was man gespielt hat. Generell kann es ja jeder, der das Spiel länger als wie 100 Stunden spielt, eine Meinung bilden. Und generell darf man sich ja Meinungen bilden. Also liegt mir völlig fremd und fern, warum das so verpönt ist, warum das überhaupt nicht erlaubt ist, warum es Leute gibt, die gerade diese Meinung nehmen als Anlass, um zu sagen, schaut der den, Alter, der ist böse. Hallo? Wo bin ich böse? Wo habe ich irgendwas verbrochen? Wo habe ich verdient? Mir ist bewusst, und ich bin nicht dumm. Ich bin nicht der Hellste. Okay. Aber ich bin nicht dumm. Mir ist bewusst, dass es extrem viele Leute geil finden, wenn ich im Internet auf die Fresse kriege. Gut, andererseits muss man sagen, was ist es wert, im Internet auf die Fresse zu kriegen? Weil ich kann durchaus mit Fug und Recht so behaupten, dass, traue ich mich zum Behaupten, dass jetzt nicht so krass, weiß nicht. Also, wenn ich im Internet auf die Fresse kriege, dann ist das etwas, was mich maximal, wenn überhaupt, aber nicht einmal das, in der Sekunde trifft. In der Sekunde, wo ich quasi den Kommentar lese. Da steigen vielleicht 10 Sekunden die Blutdruckwerte, aber sonst war es das auch schon.
Ich habe definitiv, also wenn ich die 5 Jahre qualitativ auf dem, und technisch und so weiter auf dem gleichen Fleck gestanden bin, aber zumindest von der Angreifbarkeit her, lässt mir einiges mehr kalt als wie früher. Es war früher definitiv anders und da haben sie ein paar unnötige Streitereien entwickelt aufgrund dieser Tatsache. Aber man lässt ja ungern was gefallen. Man lässt ja teilweise, das ist sicherlich auch berechtigte Kritik, man lässt ja teilweise ungern was sagen, man lässt ja teilweise ungern, oder beziehungsweise ist es manchmal so vielleicht, dass man diverse normale Kommentare, weil sie einfach ein bisschen komisch geschrieben sind, anders auffasst. Das ist vielleicht ganz oft so, aber das ist halt ein Problem, wo ich sage, Kommunikation ist so vielfältig, aber das kann man so falsch machen, gerade im Internet mit dem Geschriebenen. Also du kannst im Internet so viel falsch schreiben, unter Anführungszeichen, dass der andere das komplett falsch auffasst. Es ist nicht unbedingt intelligent, möchte ich behaupten. Ich habe mir angewöhnt, also zumindest ist das sehr oft so, also durchaus sehr, sehr oft so, dass wenn ich normale Kommentare schreibe, Smileys dazu mache. Wenn ich mal keine Smileys mehr dazu mache, dann kann es durchaus sein, dass ich ein bisschen angepisst bin. Aber im Normalfall eine normale Konversation bei mir, weil ich denke mal, der kann dem fast dann den Satz oder die Kommunikation schon nicht falsch auffassen, wenn ich schon mein Grundding auf Smiley gestellt ist. Wenn ich, also ich mache nicht Smileys, wenn ich angepisst bin oder so, weil, weiß ich nicht, man macht immer, wenn man richtig angefressen ist, dann tut mir auch nicht Lachen durch die Welt gehen. Also ich versuche da möglichst aufzupassen, wie ich was schreibe und so weiter und so fort. Aber bei Videos, wenn ich meine Meinung sage, und nur mal zum dem Thema zurückzukommen, Vlogs zu machen, wäre nur dann sinnvoll, wenn ich meine Meinung sagen darf. Oder darf, was heißt darf? Aber es wird nicht, weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber das ist so lächerlich, wenn du ein komplett neutrales Video machst und selbst wenn der Grundtenor in Anführungszeichen negativ ist, aber wobei Kritik, also ich weiß nicht. Also würden mir die Leute, die abonniert haben in den 5 Jahren, hätten wir die Kritik, normale Kritik geschrieben. Hey, mir taugt deine Aussprache nicht. Hey, mir taugt die Kamera nicht. Mir taugt dein Bild nicht. Mir taugt nicht, wie du fährst, mit was du fährst. Warum du so arbeitest. Warum du nur Singleplayer. Warum du nur Multiplayer und so weiter. Hätten wir die Leute das geschrieben, dann hätte ich vielleicht weniger Abonnenten verloren. Was gar nicht wichtig ist. Aber ihr versteht, was ich meine. Wenn man immer nur die Goschen hält und weder positive noch negative Kritik äußert, dann finde ich das nicht richtig. Aber natürlich geht's, es geht natürlich, aber ich bin der Meinung, dass ich schon so viele positive Dinge, die ich alle ehrlich gemeint habe, geäußert habe, dass man sie einmal erlauben darf, auch negative Dinge zu äußern. Und ich bin mir sicher, nach dem, was ich alles so gelesen habe, und ich glaube, ich habe so ziemlich alles gelesen, auch abseits von meinem Kanal, dass da sehr viele Leute gibt, die mir zustimmen. Und sehr viele Leute gibt, die einfach nicht behirnt haben, um was das Video geht. Gibt es natürlich auch immer wieder. Aber das ist halt so, ne? Das ist ja generell nichts Schlechtes. Das ist halt nur schade. Weil man macht sich vielleicht, okay, bei einem einfachen Labervideo unter Anführungszeichen weniger Mühe. Aber generell möchte man schon irgendein Ziel verfolgt man in dem, was man macht. Also wenn ich ein Video mache, wo ich hier lustig arbeite und normale Themen rede, dann möchte ich ja, dass ihr das schaut. Dann möchte ich, dass ihr die Arbeiten cool findet, dann möchte ich, dass ihr die Themen cool findet, dann möchte ich, dass ihr zumindest in Form von Likes irgendwie Feedback kriegt. Wenn ich ein Video mache über ein Thema, wo ich mir denke, okay, das Thema ist okay, zumindest gut oder zumindest für mich interessant, weil mich beschäftigt, dann möchte ich auch Reaktion. Wenn dann jemand ist oder jemand das absichtlich falsch verdreht, so dass ich dann unterm Strich rauskommt, hey, Alter, der kriegt LS geschenkt, wie redet der so über LS und so, dann verstehe ich das nicht, also das verstehe ich dann nicht, ich weiß nicht, ob ich da naiv bin oder so, aber es macht für mich keinen Sinn, weil selbst wenn ich den LS 17 geschenkt kriege und die DLCs geschenkt kriege, deswegen darf ich meine Meinung dazu nicht äußern. Und der Fun Fact ist,
Ich krieg sogar den Key fürs Big Bad DLC und ich werde auch das Big Bad DLC zeigen. Und ich werde auch danach vermutlich nur immer der Meinung sein, dass die Geräte zu groß sind und dass es geil gewesen wäre, wenn eine passende Map dabei ist. Oder ich ändere meine Meinung, weil vielleicht die Geräte im Spiel kleiner skaliert sind oder was auch immer, keine Ahnung. Werden wir nachher sehen. Ich werde es auf der Standard-Map probieren oder auf der Standard-Map wird es vermutlich funktionieren. Kann man vorstellen, auf der Pine Cove wird es auch gut funktionieren, kann man aber vorstellen auf der Lostberg. Wir werden es aber probieren. Einfach nur, um zu zeigen, was ich meine. Aber es ist irgendwie immer doof, wenn man immer 100 Videos und 100 Mal erklären muss, was man eigentlich meint. Weil ich nicht glaube, dass ich... Okay, österreichisch, Dialekt, schwierig. Kein Thema, um Gottes Willen. Aber ich habe so verdammt viele Zuschauer. Aus Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg. Die verstehen mich alle. Komisch. Das heißt, ich rede Deutsch. Ich rede vielleicht schwieriges Deutsch. Ich könnte eventuell versuchen, ein bisschen langsamer zu reden, ein bisschen deutlicher zu reden. Das wäre natürlich möglich. Muss mich ein bisschen konzentrieren, aber generell glaube ich schon, dass man das durchaus verstehen kann, was ich sage. Warum es dann manche bewusst nicht machen, ist mir ein Rätsel. Einfach nur diese Hetze zu betreiben, finde ich ein bisschen wenig sinnvoll. Kann man machen, ob das dann unterm Strich dazu führt, dass das irgendeinen konstruktiven Beitrag bringt zu dem Thema LS? Glaube ich nicht. Und dann aber auf dieser Schiene weiterzubauen und dann darauf hoffen, dass man da irgendwie dadurch eine Negativstimmung gegen mich schiebt oder so. Weiß ich nicht, ob das so geil ist. Aber ja, es gibt glaube ich nichts in den 5 Jahren, was ich noch nicht erlebt habe. Aber ich glaube, dass wir durchaus gut bedient sind, wenn der Onkel jetzt hier ein paar Let's Play Parts macht und auch sein Geheimprojekt, was ich ja im Livestream angekündigt habe und durchaus auch der Wunsch gefallen ist, vom Dominik zum Beispiel, der gerne Young oder Oldtimer sehen würde. Schauen wir mal. Also ich muss ja jetzt nicht mega krass dauernd, also das habe ich in dem Video nicht gemacht, dass ich dauernd mit Headtracking und so, weil dann muss ich mich ein bisschen weniger konzentrieren auf das, was ich im Spiel mache und wie ich mich umschaue. Es geht natürlich, wenn ich mal schaue, also man kann auch so fahren und reden, aber ich glaube, dass es einfach mal angenehm ist, wenn man mal ein bisschen ruhiger die Kamera auch außenperspektivtechnisch so, also schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Es geht natürlich weiter, ich wollte nur mit meinen Jungs reden, aber die müssen halt arbeiten, das geht halt schwierig. Ich habe aber gefragt und die sind da ähnlicher Meinung. Also wir verlieren unter Anführungszeichen relativ viel Zeit in den Livestreams, was nicht so tragisch wäre, wenn es technisch laufen würde. Mir ärgert es fürchterlich, dass bei mir internettechnisch und streamtechnisch nicht gut läuft und das ist nicht eine Qualität, die ich zeigen möchte. Und ein bisschen minimal anspruchsvoll bin ich auch. Gut, ich möchte euch auch wieder nicht langweilen, weil 15 bis 20 Minuten so in die Parts werden. Deswegen sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder hoffentlich im nächsten Part bei der Hof Bergmann. Und wir werden noch am fertig werden hier mit Sonnenblumenernte. Müssen wir mal schauen. Schreibt es mal in die Kommentare, was wir mit den Sonnenblumen machen sollen und was wir als nächstes machen sollen. Ich möchte so ein bisschen euch mit einbinden. Ihr habt so oft Wünsche und Gedanken, die ich ganz geil finde. Und deswegen finde ich das ganz passend, wenn ihr da ein bisschen mitbestimmt oder zumindest mal Vorschläge liefert und dann schauen wir mal, was umsetzbar ist und was nicht. Ich möchte es aber trotzdem relativ gleichzeitig machen. Das heißt, wenn jetzt jemand schreibt oder wenn jetzt 5 Leute schreiben, hey, mach das und das, dann möchte ich das nicht erst 5 Parts später machen, sondern mehr oder weniger gleich oder bald. Also wirklich die nächsten 2-3 Parts, wenn es möglich ist. Also jetzt nicht irgendwo mega krasse Sachen vorbereiten. Ein paar Sachen haben wir selber noch geplant, die ziemlich cool sind und euch ziemlich gut gefallen werden, bin ich mir sicher. Aber so ein bisschen auf eure Wünsche eingehen, da möchte ich mal darauf hoffen, dass ihr was reinschreibt. Ansonsten Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.